Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19 auf der Bindelbach. Ja, servus. Ich werde heute mal Ballen pressen. Also es geht heute weiter mit Ballen pressen, sage ich mal so. Es ist so, ich habe ja jetzt gestern im Stream, also gestern hatten wir auch einen Stream. Mega nice. War wieder ein schöner Stream, immer so 8 Zuschauer da gewesen. Größtenteils auch, glaube ich, 13 waren die meisten. Mega cool, freut mich, dass so viele da waren und auch so viel im Chat geschrieben worden ist. Ja, da haben wir auf der Karte hier weitergemacht. Und ja, ich habe dann geschwadert. Alles fertig geschwadert. Und jetzt habe ich vor zu pressen mit euch gemeinsam. Und ja, da werden wir heute den MB-Truck nehmen. Also zum Mähen haben wir ja den IAC genommen, zum Wenden und Schwadern den Heike. Und jetzt dachte ich mir, nehmen wir einfach mal den MB-Truck zum Pressen. Und ja, laufen wir jetzt mal hin. Und ich sehe gerade, oder ich habe gerade gesehen, wie ich in den Spielstand rein bin, dass es Regen meldet. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Das wird wahrscheinlich für mich wieder eine Nachtschicht werden. Aber ist kein Problem, denke ich mal. Und jetzt werden wir einfach mal doch anders wie geplant. Erst wollte ich das Gras pressen und dann erst heimfahren. Aber ich werde jetzt doch erst das Heu pressen, würde ich sagen. Weil es einfach doch ein bisschen besser ist, glaube ich. Weil das, wenn nass wird, ist halt ganz schlecht. Und wollen wir ja nicht. Muss ich mal schauen, wo hier denn die Ballen besser drin steht. Oh, hier, ne? Ja. Okay, passt. Weil das wäre ganz schlecht und das Gras kann ich notfalls nochmal zum Abtrocknen liegen lassen. Und ja. Und beim Heu wäre es echt schlecht, wenn das nass wird. Und auch einfach mal, was daraus wird. Ja, auf jeden Fall erstmal die Ballenpresse an. Und machen das andere dann. Bauen. Wenn ich die Tür auf. Ja, doch, die Front- und Heckseite auch. Nee. Okay. Aber die Heckseite nicht auch. So. Eine Sache. Naja, jetzt hängen wir mal die Ballenpresse an und und dann schauen wir mal noch ganz kurz zu den, okay, hat auch keine Schläuche, interessant, ja, die Vicon VB 2190 Progressive Density oder Density, mit dem MB 3000 fahren wir jetzt einfach mal. Und wieder dieses Schauen wegen dem ist schlimm. Merken wir das halt auch nie, ne? Wie die Tür zugeht. Ist. Einmal. Ah, beide. Okay. Gut, dann können wir eigentlich losfahren. Wegen dem
Wegen dem Grubber Flug nochmal. Ja, da ist jetzt auch noch die Frage, wie ihr es denn finden oder würdet, wenn ich die verkaufen würde, also jeweils eine Sache davon. Würde mich auch mal interessieren. Jetzt ziemlich dunkel. Ich hoffe, es regnet nicht gleich. Es wäre echt schlecht. Hoffen wir es mal nicht. Ja, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, den Regen. Ja, wie ihr es denn finden würdet, wenn ich da eine Sache verkaufe. Weil ich habe auch überlegt, ob ich es nicht wirklich mache, weil wir haben schon Fläche zu bearbeiten, aber weiß nicht. Also ja, für den Anfang wäre es vielleicht echt nicht schlecht, dass man das macht. Aber mal schauen. Es ist ziemlich dunkel. Ich glaube, ich stelle jetzt mal die Zeit auf Echtzeit runter, dass es nicht ganz so schnell jetzt dunkel wird. Und ja, dann starten wir mal das ganze Gerät und dann testen wir mal. Ja, ich werde dann natürlich jetzt nicht alles pressen in der Folge. Ich werde natürlich dann die nächste Folge dann, oder das ist die nächste Folge, ich werde dann zwischendrin natürlich weiter pressen, dass dann das Ganze fertig ist. Ah, ich habe dieses Add-on drin, dass die Ballen automatisch rausgeworfen werden. Das habe ich, glaube ich, von ModHub. Auch ganz cooles DLC auf jeden Fall. Der DLC sage ich schon, cooler Mod. Auf jeden Fall. Er hält halt automatisch an, ich muss nichts machen und dann wird halt die Klappe geöffnet und der Ballen rausgeworfen. Und das ist halt schon geil. So. Das mal weiter. Aber das war eine schöne Sache. Wieder mache ich aber auch mal noch die Arbeitslichter an. Weil, dass wir da mal noch mehr sehen. Oh, das wird witzig. Das wird jetzt echt spannend, ob ich das noch schaffe, dass es regnet. Vor allem muss die ganzen Ballen ja dann auch noch zum Hof fahren. Deswegen hatte ich halt gedacht, dass ich vielleicht wirklich, bevor es jetzt regnet, also dass ich jetzt wirklich sage, jetzt presse ich das Heu, dann stelle ich die Ballenpresse ab am Hof. Ach so, ja, brauche ich dann halt wieder. Blöd. Hätte dann eigentlich den Schlepper abgestellt und dann direkt aufs Einsammeln gefahren, aber dann muss ich die Ballenpresse abhängen, weil der MB-Truck eben unser Frontlader-Schlepper ist. War jetzt nicht so schlau gemacht. Aber werde ich auch noch hinkriegen. Ja, hat man hinbekommen. Aber das Pressen läuft auf jeden Fall schon mal gut. Auch gut Ballen raus, also da habe ich auf jeden Fall zu tun mit dem Stapeln und alles. Bloß jetzt muss ich das halt wieder abends machen. Da habe ich jetzt eigentlich echt keine Lust drauf, aber gut, wird halt wieder eine Nachtschicht, aber eine Spätschicht. Aber ist halt jetzt leider so, geht nicht anders. Jo. Ich glaube, es ist schon zu. Ich dachte, die ist jetzt noch nicht zu. Weil so aussah, aber die ist da hinten nicht so hoch, die Presse, deswegen. Ja, aber da liegt ganz gut was da, also muss ich schon sagen. Vielleicht werden wir dann heute in der Folge vielleicht schon fertig mit dem Pressen jetzt vom Heu. Jetzt eher nicht so glaub. Da ist schon einiges an Fläche hier. Aber schauen wir mal, was das wird. Ja. Ein holprig hier auch. Aber ist auf jeden Fall nice. Ja, was noch so Neues? Hoppala. War ich jetzt vielleicht gerade? Was soll das hier anhalten? Aber was halt auch gestern im Stream, haben wir ja gestreamt, habe jetzt auch überlegt, ob ich heute nochmal streame, dass wir das fertig machen. Aber muss ich schauen, je nachdem wann die Folge rauskommt. Heute wahrscheinlich nicht.
Weil heute ist ja jetzt auch Sonntag, das Ganze aufnehmen und es geht dann eher weniger. Weil ich weiß nicht, wann ich die Folge raushaue. Jetzt ist Sonntag, der 19. April, jetzt ist es 14:38 Uhr, also ich weiß auch nicht, wann ich das raushaue. Ich muss auch noch das andere Tutorial, was ich aufgenommen habe, muss ich auch noch schneiden und hochladen heute Nachmittag. Also muss ich schauen, wann ich das mache. Aber ich muss ein bisschen früher vom Gas runtergehen, sonst kannst du da voll rein, oder? Ja, aber ansonsten, was ist denn noch so zu erzählen? Ich habe es gestern schon mal im Stream gesagt. In meinem Garten geht es auch zurzeit rund, sage ich mal. Da mache ich zurzeit auch einige Sachen. Und habe jetzt gestern auch im letzten Jahr noch die alten Tomaten rausgerissen. Und das halbe Beet habe ich schon. Und ja, jetzt muss ich dann, werde ich dann, denke ich mal, morgen weitermachen, wenn das Wetter passt. Und rausreißen. Und da werde ich, denke ich mal, auch mal einen Vlog machen. Und ja, schauen wir einfach mal. So. Aber das werdet ihr dann auch sehen. Ich werde dann auch gucken, dass ich einen mache, einen Vlog. Es ärgert mich gerade echt, dass es jetzt wirklich regnet oder regnen soll. Ist jetzt echt ärgerlich, muss ich sagen. Aber ja, kann man auch nichts machen, ne? Ist halt jetzt so. Mal gleich hier noch den kleinen Spat weg, weil sonst, dass man da nicht mehr hinfahren. Wow, ja. Okay. Wir da nicht mehr hinfahren müssen. Finde ich dann auch blöd. Ja, moin. So, lieber Ballen. Das war jetzt knapp. Mal Bekanntschaft gemacht zum den Ballen. So. So, jetzt muss ich aber mal kurz hier noch einen. Wie war das jetzt wieder? Aufmachen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das hier beim Pressen passt. Uns hier mal angucken. Ja, Heu 14, 4000 Liter passt. Mal schauen, ob die Netze richtig dran sind. Ja, passt. Die sind schön gespannt. Alles schön fest hier. Schauen wir mal noch auf der Seite hier. Ja. Alles gut. Alles gut gespannt hier. Passt auf jeden Fall. Dann die Tür zu. Und dann Presse wieder an und machen weiter. Ja, muss ich jetzt mal gucken, ob der Pressdruck auch passt. Dass wirklich schön fest gepresst ist. Weil es wäre natürlich schlecht, wenn ich die dann aufsammle mit der Gabel. Und dann fallen mir die wieder auseinander. Das wäre natürlich echt schlecht. Oder irgendwie dann daheim, wenn ich dann am Hof dann die wieder in die Halle reinfahre und dann fallen die irgendwann auseinander. Das wäre natürlich schlecht. Aber das passt auf jeden Fall. Jetzt bloß ein bisschen spät eingefallen. Das hätte ich beim ersten Ballen schauen sollen. Aber besser spät als nie, ne? Ja, das war jetzt einfach mal auch wieder so eine Szene, wo ich einfach auch realistisch spielen will. Und ich denke mal, das ist auch realistisch. Also ich weiß nicht, wie es die Leute in echt machen. Also bei Rundballen weiß ich es nicht. Bei Quaderballen kenne ich das so, dass man wirklich schaut, ob die Schnüre richtig fest sind und alles schön fest gepresst ist, dass da der Druck passt. Das haben wir immer gemacht, aber bei Rundballen ist, weiß ich gar nicht.
wie es die Leute da machen, aber ich denke mal, da werden sie auch das Netz schauen oder aufs Netz schauen, ob das passt. Genau. Kann ja mal von außen aus anschauen, wie rausgeworfen wird. So läuft die Sache doch. Bin ich ja echt froh, dass das läuft jetzt hier. Keine technischen Probleme. Ja, so 18 bis 20 km/h fahre ich immer. Läuft auch. Ist auch wirklich eine realistische Geschwindigkeit beim Pressen. Also falls da jemand meint, das ist ein bisschen schnell, oh du, das ist nicht ein bisschen schnell, da fliegt doch alles vom Pick, also das fliegt doch vom Pickup wieder runter und oder fliegt seitlich weg oder so, aber das ist wirklich eine realistische Geschwindigkeit beim Pressen. Ich weiß nicht, wie es beim, ja gut, Grundbeinpresse glaube ich fährt natürlich, ja woher fährt man eigentlich genauso schnell. Braucht halt ein bisschen länger, weil man halt das da hinten rauswerfen muss, aber den Ballen, aber das und anhalten muss, aber das geht mittlerweile auch, glaube ich, mit der Technik heutzutage auch mega schnell. Ja, aber das läuft auf jeden Fall. Ja, hier um den Ballen rum irgendwie. Wir drehen den nächsten Spat nehmen. Ich lasse meistens eigentlich beim Ballenpressen oder wenn ich mit dem Ladewagen das aufsammle, lasse ich eigentlich immer einen Spat frei und dann fahre ich gleich zum nächsten, wenn ich nicht so wenden muss, so oft. Bin eigentlich immer ganz gut. Voilà. Ausgeworfen. Ja, die Ballen bleiben auch so schön liegen. Ich finde es auch im LS19 ganz gut, dass die Ballen nicht mehr so leicht wegrollen, weil im LS17 sind die immer so leicht weggerollt und im 15er auch, dass da hast du die Klappe hinten aufgemacht und dann sind die gleich, wenn es nur so ein bisschen bergab ging, dann sind die gleich voll weggerollt. Und das ist halt immer, finde ich immer ein bisschen blöd, weil die dann irgendwo am Rand vom Feld lagen oder schon auf dem Nachbarfeld und das ist halt, finde ich, immer ein blöd, muss ich sagen. Weil jetzt haben sie im LS19 ganz gut gefixt. Finde ich schon gut. Anheben, dann haben wir hier drüben den nächsten. Naja, es sind jetzt nur noch 3 Schwaden, also der und dann nochmal 2. Es sind schon auch einige Ballen, also Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall ganz gut zu fahren. Schon nicht schlecht. Und zum Ballen transportieren habe ich mir auch schon was überlegt. Da habe ich mir gedacht, ja, nehme ich jetzt den MB-Truck, der hat ja Frontladeranbau, also eine Frontladeaufnahme. Da habe ich einen Frontlader dafür, eine Ballengabel. Und dann diesen alten Ballenwagen oder den alten Transportwagen. Und dann werde ich einfach vorne Frontlader Ballengabel dranhängen und hinten den Anhänger. Vielleicht noch ein Gewicht, aber ich glaube, mein Gewicht hat keine Anhängekupplung. Das wäre ein bisschen schlecht. Mal schauen. Ich würde, denke ich mal, auch so schaffen. Und dann werden wir Ballen fahren mit dem. Gut, der MB-Truck, der ist jetzt nicht gerade der wendigste Schlepper, aber ich habe den ja halt jetzt so gekauft und ja, hätte ich davor ein bisschen mehr nachdenken sollen, hätte ich mir was Wendigeres kaufen sollen. Aber mal schauen, wie es so geht. Also, vielleicht geht es ja auch ganz gut. Den MB-Truck hier sieht man ja noch nicht. Mal schauen. Aber ich denke mal, es geht mal so hin. Voilà. Und wie viele Ballen wir dann wirklich drauf bekommen, müssen wir auch gucken. Auf dem Wagen. Ich hoffe wirklich, dass es erst am nächsten Tag sehr früh anfängt zu regnen oder so. Dass ich das wirklich noch schaffe jetzt hier. Die zu pressen und dann auch wieder über Dach zu bringen.
Wieder ein Ballen, Wahnsinn, das sind jetzt hier schon über 20 Ballen, wahrscheinlich. Nicht gezählt, aber jetzt glaube ich auch nicht machen. Vielleicht dann mal einen Aufladen machen. Oder dann schauen, wie viel ich auf einen Wagen kriege und dann halt immer Wagen für Wagen zählen. Also wenn ich jetzt sage, auf den Wagen gehen 10 Ballen, dann sage ich, ja, ich habe jetzt 3 Wagen voll heimgefahren, also habe ich schon 30 Ballen daheim. So werde ich das dann, denke ich mal, machen. Wie viel jetzt wirklich drauf gehen, muss man gucken. So, jetzt da hinten noch den Spat und dann haben wir es schon. Zwei sind sogar noch. Ja. Ja, was gibt's denn noch? So, auf dem Hof. Und also, wir haben halt jetzt erstmal, habe ich halt jetzt noch zu tun mit den Ballenpressen, Ballen heimfahren dann und einlagern. Und dann, was ich auch im Stream gesagt habe, werde ich jetzt hier auch nochmal sagen, habe ich vielleicht vor, die Wiesen nochmal zu, oder die Wiesen dann zu striegeln oder zu düngen, mit dem Kunstdüngersteuer, mit dem Düngersteuer, nochmal einen Kunstdünger drauf zu fahren oder so, irgendwie zu düngen, das Ganze. Weil die Wiesen sind gerade mal, glaube ich, 50% gedüngt. Mal da nochmal mehr Ertrag rausholen. Und ja, schauen wir einfach mal. Und dann wird es, denke ich mal, wieder zum Ackerbau weitergehen. Da auch baut, vielleicht nochmal düngern. Oder dann muss ich gucken, wenn dann halt gleich zur Ernte übergehen. Das ist ja jetzt alles Stillstand, weil ich ja jetzt hier einfach mit den Grünland beschäftigt bin. Und ich habe ja auch das Pflanzenwachstum ausgeschaltet, weil sonst wäre natürlich da auch Probleme, weil es dann alles wieder durchwächst, das Gras. Das wäre natürlich auch schlecht. So. Was haben wir? Jetzt muss ich mal das normale Straßenlicht anmachen, weil Arbeitslicht soll ich jetzt eigentlich nicht. Hier sieht man es wieder, wie unwendig das Teil ist, sag ich mal. Nee, aber auf der Straße kann ich jetzt eigentlich nicht mit einer Arbeitsbeleuchtung fahren. Kann ich nicht machen. So, dann auf zur nächsten Wiese. Zwei haben wir ja noch. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was es dann wird. Hier machen wir die noch und die dann da hinten noch. Boah, Wahnsinn. Also ich habe mir wirklich viel mit Grünland vorgenommen. Also ich wollte eigentlich nicht so viel Grünland machen. Weil ich am Anfang jedenfalls nicht. Aber eigentlich ist es ja auch gut, weil wir brauchen ja wirklich Futter auch für die Tiere. Mal die hier gleich als erstes. Wie viel haben wir denn noch? Ja. 7 Minuten haben wir noch. Weil jetzt hier noch die Wiese machen. So. Dann können wir hier weitermachen. So. Immer weiter. Wieder weitermachen. Aber krieg mal hin. Ich hoffe wirklich, also ich bin jetzt einmal optimistisch und sage einfach mal, wir schaffen das, bevor der Regen kommt. Das schon. Mal. Aber Wahnsinn, wie viel Abstand da gerade. Naja, gut, es ist schon einiges an Abstand dazwischen, dass wieder ein Ballen voll ist, aber dann sind schon viele Ballen, die da rauskommen. Aber ja. Mir ausgesucht, also brauche ich mich eigentlich auch nicht beschweren. Außerdem haben wir ja hier ganz ganz gut Futter dann auch. Ja, auch gut.
Ja, es wurde sich ja auch mehr Innenansicht gewünscht. Ja, ich denke mal, hiermit haben wir dann mehr Innenansicht. So. Was wollte ich denn jetzt noch, was noch so zu erzählen? Muss ich mal schauen. Ja, was Ja, wäre. Dinge bekommt, die kann ich leider nicht. Kannst du mir dann sagen, ja. Ansonsten mir die Nee. Ja, egal, okay. Nee. Ja, nicht wundern, das ist mein Bruder gewesen. Ja. Kommt manchmal in mein Zimmer. Ja. So. Ist ganz schön, also ich gebe nicht mehr Gas, das ist alles bergab jetzt hier. Toll. Ich finde es schon Hammer, wie das aussieht mit dieser Beleuchtung hier am Straßenrand. Also wirklich saugeil. Würde schon sagen. Na echt gut. Muss mir auch überlegen, ob ich es wirklich mit der Ballengabel stapel die Ballen oder ob ich es mit einer Zange mache, irgendwie eine Zange hole. Aber ich bin jetzt von der Zange, also von der Rundballenzange eigentlich immer nicht so ein Fan von. Also ich finde die Gabel irgendwie besser. Da bin ich ein bisschen flexibler, sage ich mal. Kann ich halt auch mal seitlich reinspießen oder halt von oben. Und das ist halt schon ein bisschen besser. Aber könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr besser findet. Also allgemein für euch so. Ballengabel oder Ballenzange, können wir mal reinschreiben. Und ja, oder auch mit Ballenwagen die Ballen heimfahren oder einfach am Schlepper vorne in der Gabel und hinten in der Gabel und dann so heimfahren. Ist ja auch möglich, auch im LS19. Können wir ja auch mal reinschreiben, wer das so findet. Was ihr da besser findet. Wenden hier. So viel Platz haben wir nicht. Aber es läuft. Ab Ballenpressen ist schon eine schöne Arbeit. Ich mache das echt gern. Aber wenn man dann halt so sieht, wie viele Ballen dann rauskommen, ja, dann denkt man sich schon wieder, Doch, jetzt habe ich wieder ganz schön zu tun, ne? Oder so, ne? Aber es ist wirklich, es ist trotzdem schön, muss ich sagen. Also eine schöne Arbeit. Ist jetzt auch eine schöne Kombi mit dem MB-Truck hier. Finde ich. Aber auch andere schöne Kombinationen. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich jetzt hier hinten rausschaue, ist halt jetzt beim MB-Truck ein bisschen gezogen, das Ganze. Das heißt, ich habe halt hinten bisschen, also hinten noch die Platte und dann habe ich halt ein bisschen nach hinten versetzt die Anhängekupplung und kann halt so wirklich schön auf die Aufnahme auch gucken. Eher direkt, wenn irgendwie was nicht stimmt, was kaputt ist, wenn ein Fremdkörper mit reinkommt oder so, halt schon vorteilhaft. Mal drin. Ja, es hat schon, man muss halt schon viele Schritte, oder man hat schon viele, schon in vielen Schritten drehen mit einem MB-Truck. Das ist schon ein bisschen, das ist was,
finde, MB-Trag ist ein schöner Schlepper, aber das Einzige, was mich da halt echt stört, ist der Wendekreis, also der Wenderadius. Weiß nicht, ob es in echt auch so ist, also im LS19 ist es auf jeden Fall so, dass der Wenderadius einfach enorm ist, also wirklich groß. Ich weiß jetzt nicht, wie es in echt ist, also wer von euch einen MB-Trag hat, in echt, oder wer da einen kennt, oder der sich da ein bisschen auskennt, wo in echt auch schon gefahren ist mit sowas, oder gesehen hat, kann ja mal reinschreiben, wie da der Wendekreis in echt so ist. Also, würde mich mal interessieren, ob es auch so ein kleiner Wendekreis ist, oder eher nicht. Auch mal reinschreiben. So, den Bereich fertig. Dann die Presse aus. Die Schlepper auch. Licht kann auch ausschalten. Dann ging das jetzt wieder. Also genau. Ah, ich merke es mir nie irgendwie mit der Tür, aber gut. Ja, aber schöne Sache mit dem MB-Trag auf jeden Fall. Läuft. Das Ballenpressen. Und ja, hiermit möchte ich auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt mir in die Kommentare wegen diversen Sachen, also wegen jetzt auch wegen Gruppe und Flug nochmal, was da, ob ich da eine Maschine verkaufen soll und mit C-Maschine und so. Und auch nochmal wegen dem Auto, ob man das behalten soll für Rundfahrten, wenn man die Felder anschauen wollen oder so. Oder ob ich das einfach mit dem Schlepper machen soll, also den auch verkaufen soll, das Auto. Können wir ja auch mal reinschreiben. Und ja, auch ob man nochmal einen anderen Wirtschaftszweig aufbauen, wie Forst oder so, ob ich sowas auch noch machen soll, könnt ihr ja auch mal reinschreiben. Und ja, auch wegen dem MB-Trag, ob das bei euch so in echt auch so ist und so weiter und so fort, was ihr halt so gefragt habt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video, schreibt Kommentare, haut in die Tasten und lasst ein Like da. Ein Däumchen ist ein Träumchen und Support ist kein Mord und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, lasst gerne ein Abo da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.